Habt ihr auch Lust auf Gemüse, aber keinen Bock auf den Stress im Vorfeld, wenn es ums Anziehen geht? Dann verrate ich euch heute, wie ihr euch einen Anzuchttopf selber bauen könnt, der sich alleine bewässert und ihr ohne Sorgen in den Urlaub fahren könnt. Im Grunde braucht ihr eigentlich nur eine alte Plastikflasche, ein saugfähiges Tuch und einen Bohrer. Als erstes mache ich ein Loch in den Deckel der Flasche rein mit der Bohrmaschine. Dieses Loch braucht ihr nämlich nachher für das saugfähige Tuch und bohre jetzt einfach ein Loch hinein. Im nächsten Schritt geht's an meine Plastikflasche. Die muss nämlich in mehrere Teile geteilt werden. Ich brauche nämlich nur hier oben ein Stück und hier unten ein Stück. Ich habe jetzt meine Einzelteile. Hier ist der Boden der Flasche und mein Deckel mit dem Loch. Und durch das Loch im Deckel ziehe ich mein Stück Stoff, was dann meine Erde dauerhaft mit Wasser versorgt. In meinen Stoff mache ich oben noch einen Knoten rein, dass der später nicht durch das Loch in meinem Deckel rutscht. Jetzt muss ich nur noch hier oben die Erde und einen Samen einfüllen und hier unten das Wasser. Für die Erde nehme ich ganz normale Anzuchterde. Jeder andere könnte zu gehaltvoll sein und das ist nicht gut. Bei den Samen habe ich mich für einen Kürbissamen entschieden. Den mache ich hier oberflächlich in die Erde und dann muss ich unten bloß noch Wasser einfüllen. Das Tuch saugt sich jetzt mit Wasser voll und gibt dauerhaft Wasser an die Erde ab. Und ich muss mich im Grunde um nichts mehr kümmern und kann warten, bis ein Keimling schießt. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Tipp was anfangen und ich drücke euch die Daumen.